Unfall mit Folgen. Bin ich dumm. Damit, liebe Wunderbar. Und damit, liebe Freunde, willkommen zurück zu Trashy Pasta, den trashigsten Pasten auf ganz YouTube und vielleicht noch auf Abwägen. Und Abwägen ist ein gutes Stichwort heute. Und zwar bin ich heute ist ja eine Jubiläumsfolge, nämlich Folge 5, glaube ich. Und im Zuge dessen, nee, Folge 4, glaube ich. Und im Zuge dessen, weil 4 ja auf jeden Fall die beste Zahl ist, die man für Geld kaufen kann, habe ich mir mal einen kleinen Sidekick an die Seite geholt. Ihr kennt ihn alle, er deckt euch nachts ein, wenn ihr schlafen geht und ist immer zustande, wenn man ihn braucht. Natürlich ist die Rede von dem einzig wahren Ronzo Alonso, huhu. Genau, der Junge, dem ihr das quasi hier unter anderem zu verdanken habt. Du hast bin ja nicht nur nachts zur Stelle, genau, auch tagsüber. Mhm. Ich weiß da, wovon ich rede. Und ja, der liebe Alonso ist ja auch dafür verantwortlich, dass quasi hier Trashy Pasta überhaupt entstanden ist. Weil der Kollege hat ja gesagt, mach das mal. Und da er ja jederzeit zur Stelle ist, habe ich mir gedacht, okay, hauen wir das mal raus. Heute haben wir uns zwei, oder er hat sich in Kollaboration nochmal zwei Pasten rausgesucht. Wir fangen an mit Unfall mit Folgen. Wenn wir uns ordentlich hier schön eingrooven und danach haben wir einen etwas längeren Text vor uns. Ich zeige ihn am besten einfach schon mal. Der nennt sich der stinkende Mann. Was mir schon mal sehr gut gefällt. Und eine weitere Sache, die mir noch viel besser gefällt. Ich glaube, hier wurde relativ wenig an an Schminke betrieben quasi. Und zwar haben wir hier eine schöne Textwand vor uns und vielleicht wurde sogar die Grammatik nicht verbessert. Wenn beides eintritt, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden. Weil die Jungs hier sind echt viel zu schnell zur Stelle, muss ich sagen. Okay. Ich würde sagen, wir beginnen dann einfach direkt mal schon mit Unfall mit Folgen, ne? Ja, dann... Ich meine... So viel haben wir ja nicht vor uns. Deswegen würde ich sagen, ja? Wir machen das am besten kommaweise. Das ist eine gute Idee. Wir wechseln uns da immer ab. Bei jedem Satzzeichen kann auch ein Doppelpunkt sein. Okay, also jedes Satzzeichen ist quasi dann ein Change. Okay. Dann würde ich sagen, beginnen wir. Unfall mit Folgen. Gelangweilt steige ich in den Familienwagen. Der mir jeden Sonntag verdirbt. Gott, ist der Wagen böse. Fahr schon mal den Wagen vor. Da ich mit meiner Mutter jeden Sonntag zu meiner Tante Joris fahren muss. Ist Joris ist ein Name legit? Ich meine, das ist wie der Kosename von Doris. Also. Weil Doris zu lange ist, deswegen nennen wir sie Joris. Ja, du hast ja auch schon gemerkt übrigens, wir haben ja vorher nochmal über Lebt die Schule geredet. Und ein weiteres Merkmal, an dem man eventuell eine schlechte Pasta erkennen kann, ist der, dass die Namen einfach komplett merkwürdig sind. Jedes Mal auf neue, hoffe ich. Dass der Wagen nicht anspringt oder Tante Joris krank ist. Schiezen. Beleidigt und lustlos stopfte ich mir meine Kopfhörer ins Ohr und hörte meine Lieblingslieder. Um der nervigen Musik aus den 60... Punkt, Satzzeichen. Also, Jahre des Autoradios zu entkommen. Sind 60er? Naja. Ja. Besonderer Fernsehsender, Radiosender, das ist ja schon gruselig. Genau, ja. Wir fuhren schließlich auf die Autobahn und fuhren uns den gewohnten Weg. Ey, ich meine, weißt du, gibt jetzt zwei. Was soll die Geschichte? Ey, ich glaube, gibt jetzt zwei Möglichkeiten dafür. Entweder die Creepypasta ist nicht fertig, was ziemlich unwahrscheinlich ist, oder er bietet quasi noch Spielraum, dass man sich jetzt alles quasi noch selber dazu dichten kann, weißt du? Das heißt, du kannst nicht sagen, die Creepypasta ist gut oder schlecht, weil du machst das Ende.
glaube, er hat sich mal als Ziel gesetzt, eine Creepypasta zu machen. Das ist ja ein großes Ziel für uns alle. Genau. Aber er hat es halt angefangen und wollte es irgendwann mal fertig machen. Mal die Rohfassung schon auch hochgeladen, klingt ganz gut. Nur dieses irgendwann ist nie eingetreten, das ist das Gruselige daran. Ich würde sagen, wir scrollen mal ein bisschen runter, das hat zumindest 7 Kommentare, das Ganze. Das Lustige ist, die ganzen Kommentare sind overall auf jeden Fall länger als die Creepypasta. Eine Kommentar ist doch schon länger als die Geschichte. Warum ist eigentlich, oder? Ja, ja. Warum ist eigentlich Raw B11 so heiß hier drauf übrigens? Der ist ja fast überall hier. Schauen wir mal, BTW, Moment, wir fangen am besten mal unten an. Von Nothing M, unvollständige CPs sind böse. Das ist definitiv Fakt. Dann haben wir von SCP-Archiv. Ich hoffe von Herzen, dass du wirklich noch mehr dazu schreiben willst und das nur der erste Ansatz war. Ja, der erste Absatz war es anscheinend nicht. Wenn du das als abgeschlossene Creepypasta verkaufen willst, hast du nämlich auf allen Ebenen als Autor disqualifiziert. Schöner Satz. Allerdings, ja. Okay, ich glaube, das können wir uns sparen, weil... Die Wand. Alle, zum einen das und zum anderen hat er, glaube ich, viel zu viel in die Creepypasta rein interpretiert. ansonsten hat er hier noch, da fehlt ein Abschluss. Ich glaube, das wäre echt noch... Also wenn ich mir schon so angeschaut habe, was er so geschrieben hat, wäre, glaube ich, eine vollendete CP noch ein bisschen gruseliger, ehrlich gesagt. Dann hatten wir einen Unfall mit... Stimmt, das Ding hieß Unfall mit Folgen. War da irgendwas von einem Unfall? Die Folge war, dass wir alle gestorben sind. Ich schreibe das hier aus dem Jenseits per Witchboard-App an meine Tante. Die es in einem Creepypasta-Wiki veröffentlichen soll. Um euch auf eines hinzuweisen, lasst niemals den Fahrer mit Jack und Jim feuern, bevor er sich ans Steuer setzt. Ende. Das würde mich auch mal interessieren. Eine Witchboard-App? Sowas wie ein digitales Ouija-Brett? Ansonsten ist dein Absturz durchaus witziger als diese Troll-CP. Ja, Troll würde ich jetzt in dem Fall nicht sagen. Eine Witchboard-App ist die digitale Form eines Ouija-Boards. Der Abschluss hätte mir wenigstens noch ein Schmunzeln entlockt. Gibt es das tatsächlich? Also ich meine jetzt nicht einen Abschluss für die CP, sondern eine Witchboard-App? Also hoffst ja mal. So ein... Mein Gott, ey, da haben wir echt dann mittlerweile, glaube ich, Rock Bottom mittlerweile erreicht, wenn irgendwie noch sich die Leute dann irgendwie im Kreis ums Tablet irgendwie versammeln und eine schöne Seance dann halten mit einer Witchboard-App. Machen dann nur die harten Jungs. Oh ja, allerdings, mein Lieber. So, okay, ich glaube, viel mehr kann man gar nicht reininterpretieren in die CP, oder? Der Unfall also, mit Folgen ist für den Geist gemeint. Ich glaube, meine Kuh ist jetzt um 10 Punkte gesunken. Dann haben wir auf jeden Fall hier mit der CP schon mal alles richtig gemacht, glaube ich. Wir haben 8 Minuten in der CP gesessen. Ich glaube, der hat nicht mal 3 Minuten gebraucht, um das zu schreiben. Aber gut. Vielleicht wollte er eigentlich schreiben, Unfall mit Felgen. Das kann auch gut sein. Weil ich meine, ne? Generell Schreibfehler sind ja ganz gerne gesehen. Okay, das muss man dem übrigens lassen. Ich glaube nicht, dass einer das verbessert hat. Zumindest hat er keine Rechtschreibfehler. Also, na gut, er hat Rechtschreibfehler drinne, aber jetzt keine signifikanten, sage ich mal. Ich meine, gut, bei 5... Mühe gegeben. Bei 5 Absätzen ist auch kein Wunder. Da kriege ich auch noch hin. So, dann kommen wir jetzt zu einem etwas längeren. Und zwar von jemandem, der noch nie was von Absätzen gehört hat, glaube ich. Das, oh mein Gott, das wird lustig. Und zwar heißt die Trashypasta der stinkende Mann. Jawohl, ob es eine Trashypasta ist, werden wir ja sehen. Also das könnte eine Dota 2 CP sein und um Patch handeln, aber ich bezweifle es mal stark. Der gute Alfonso hat in dem Fall vorgeschlagen, wir machen das nach jedem Punkt, ne? Oder nach jedem Satz, besser gesagt. Diesmal nach jedem. Klingt gut. Nach jedem Punkt? Ja. Okay, das. Wenn ich mir den ersten Satz anschaue, dann weiß ich schon warum. Alles klar. Dann beginnen wir jetzt mit der etwas längeren. Also legt die Beine hoch, entspannt euch und genießt den folgenden literarisch ausgekotzte wahrscheinlich. Wir werden sehen. Der stinkende Mann.
Der folgende Brief wurde am 19.05.2012 in einem Waldgebiet in Kanada gefunden. Kann er hier, kann er da, er ist in Kanada. Wann oder von wem er geschrieben wurde, ist nicht bekannt. Jegliche Namen und Orte wurden aus Zensurgründen entfernt. Alter, das macht jetzt schon null Sinn. In einem Waldgebiet in Kanada. In Kanada, da ist der Ort. Und die Namen sind, also ist es nicht bekannt, von wem er geschrieben ist. Also was willst du hier zensieren? Ja, just saying. Mein Gott. Wahrscheinlich hat er sich, der Briefschreiber hat sich wahrscheinlich schon selbst zensiert. Ja. Anders kann ich mir den Satz nicht erklären. Das war der Sprecher aus dem Off, der sich im ersten Satz schon direkt selbst widerspricht. Hallo. Mein Name ist entfernt. Und ich bin in dieser Selbsthilfegruppe weit. Und ich möchte meine Geschichte erzählen. Alles fing damit an, dass ich aufs deutsche Creepypasta... falsche. dass ich und meine Freunde entfernt zu einem Campingurlaub nach Entfernt fuhrten. Eventuell nach Kanada. Mein Gott, ey. Gute hat aber schon eine ordentliche Fantasie gehabt bei den Namen. Allerdings. Fahrt verlief zuerst sehr langweilig, bis Entfernt ansprach, dass dies sein erster Campingausflug war. War das jetzt der erste, der zweite oder der dritte Entfernt? Ich glaube, weißt du, generell muss man ja sagen, also Namen sind ja normalerweise Schall und Rauch, gerade bei Trashy Pastas, und deswegen würde ich gedacht haben, okay, ich schreibe einfach Entfernt rein, weil die haben eh keine Relevanz für die Story später. Daraufhin sagte Entfernt. Na geil! An deinem ersten Campingausflug fährst du direkt in den Wald eines Mörders. Gut, dass er das wusste. Da ich nicht wusste, worüber es ging, fragte ich... Worüber es ging? Ey, was meinst du? Das ist ziemlich tiefgründig, die Frage, muss ich sagen. Nachdem Gelächter im gesamten Auto ausbrach, weil die merkten, dass die Creepypasta scheiße ist, erhielt ich die Antwort. Oh, jetzt können wir quasi so das Campfeuer, glaube ich, langsam anmachen. Seit einigen Jahrzehnten geht das Gerücht um, dass in diesem Wald ein ausgebrochener Insasse einer Psychiatrie lebt. Oh, wie kreativ. Es soll zivilisiertes Verhalten wie das Tragen von Kleidung oder regelmäßigem Waschen verabscheuen. Klingt nach Mr. Krabs in der einen Folge. Und jeden versuchen zu töten, der dies betreibt. Betreibst du auch das Tragen von Kleidung und regelmäßiges Waschen? Ich betreibe das sehr gerne, muss ich sagen. Klingt nach einem guten Motiv auf jeden Fall. Ey, den muss man definitiv einsperren, ohne Scheiß. Klingt eher nach einem FKK-Club-Owner oder sowas, der einfach nur falsch verstanden wurde. Clothing is an abomination. Nach seinem Ausbruch vor 20 Jahren, dann ist es echt ein scheiß Asylum, muss ich sagen, wenn der 20 Jahre lang dann nicht gefasst wurde. Aber die wissen, in welchem Waldgebiet er sich auch herumtreibt. Ist er, der Legende nach, in ein verlassenes Haus hier im Wald eingebrochen, hat seine... Ich denke, er verabscheut die. Warum hat er die überhaupt angehabt? Hat seine Kleider verbrannt und sich die Gesichtshaut eines toten Stinktiers als Maske angezogen. Da hat er doch noch Kleidung drauf. Ja, eben. Und warum hat er überhaupt Kleidung angehabt? Um sie zu verbrennen. Ah, okay. Dann macht alles Sinn, sorry. Wenn er dich getötet hat, soll er deinen leblosen Körper in dieses Haus schleifen, wo er dann in dir schläft. Wow. One night in Paris. Oh mein Gott. Irgendwie, ich bin... Das tut mir verdammt echt leid. Brother Lin Chung ist ein super Musiker, aber irgendwie habe ich den Kollegen gerade im Kopf und das tut mir echt leid. Da er sich, wie schon gesagt, davor weigert...
Okay. Mhm. Sich zu waschen, hat er in wenigen Monaten angefangen, widerlich zu stinken und somit den Namen der stinkenden Mann bekommen. Der es ebenfalls hasst, wenn Leute Kleidung betreiben. Der Name ist auf jeden Fall treffend. Immerhin das. Könnte das vom Stinktier eventuell auch kommen, was er sich angezogen hat? Ja, wobei, fast schon kreativ. Nehmen wir mal an, das stimmt. Ist dann, also ein Stinktier sondert ja diesen Gestank ab, wenn es Gefahr wittert, ne? Wenn du dir jetzt dieses Ding überstülpst, ist es dann schlimmer oder riecht es dann schlimmer, nachdem du es gehäutet hast, oder riecht es schlimmer, nachdem der Verwesungsprozess eingetreten ist? Es duftet. Immerhin, das akzeptiere ich als Antwort. Vor allem übrigens, er schläft in dir. Lifestealer, anyone? Naja. War schon immer ein wenig abergläubisch und hatte deswegen ein wenig Angst bekommen. Ein wow. Wenig. Vor einem stinkenden, nackten Mann. Doch diese verschwand sehr schnell, als wir nach 2 Stunden endlich ankamen und Zelte aufbauen. Zelte sind sehr sicher. Definitiv. Als wir fertig wurden, war das korrekt? Weil ich meine, ich bin mittlerweile in der deutschen Sprache auch nicht mehr ganz so gut angekommen, Alter. Aber war das nicht, als wir fertig waren? Ja, okay. Eigentlich schon. Generell überrascht mich ja sowieso nichts, vor allem da Absätze fehlen. War es schon spät geworden und wir setzten uns, jeder mit einer Flasche Bier, um ein Lagerfeuer. Der Kollege weiß wahrscheinlich noch nicht mal, was Bier ist. Keine Rechtschreibfehler, wo Lob, Lob. Immerhin, ja. Und die Zeichensetzung war auch richtig. Da gibt es sich Mühe. Also, bis jetzt eine gute Pasta. Guter Plot. Und mal schauen, wie es weitergeht. Ist ja schon spannend. Nehmt keine Ratschläge vom lieben Alfonso an, wenn ihr Creepypasta schreiben wollt. Oder ist also gute. Wir erzählten uns ein bisschen von unserem Alltag. Und wer auf der Arbeit wieder wen gefickt Du kommst. Alter, das ist so... Ist schon creepy. Oh mein Gott, das ist echt, also da fehlt mir tatsächlich alle Worte. Solange davon keiner ein Kindergärtner oder ein Pfarrer ist, ist alles. Wer auf der Arbeit wieder wegen. Ey, ohne Scheiße. Deswegen wurden die Namen vielleicht entfernt. Einer war Kindergärtner, der andere war hier Pfarrer. Der andere war im Altenheim tätig. Au, weia. Ja, das ist ja noch legit. Oder nicht? Nee, der andere war Bestatter. Sorry, machen wir weiter. Ja, ich bin fertig mit dem Satz. Nach dem GIF ist ein Komma. Punkt. So. Ktat. Bis die Sonne unterging und ich langsam müde wurde. Vom ganzen. Naja. Ficken, ja, natürlich. Ich ja. Sag. Ich sagte den Jungs, dass ich schlafen gehen würde. Mhm. Anderes Synonym für. Wir wissen es alle. Doch ich konnte nicht lange schlafen, denn ich wurde von einem komischen Geruch geweckt. Oho. Das ist Eichelkäse. Ich dachte erst, dass einer meiner Freunde vor meinem Zelt rauchte. Ich dachte mir also nichts dabei. Drehte mich um und versuchte weiter zu schlafen. Aber dann hörte ich jemanden in mein Zelt kommen. Sprichwörtlich. Entnervt griff ich nach meiner Taschenlampe, setzte mich auf und schaltete sie an. Oh, jetzt kommen wir langsam zum Klimax, glaube ich. Zuerst ging ich davon aus, dass der vermeintliche Raucher, oho, vermeintlich, gutes Vokabular, Lob, ja. Fertig war und sich einfach nur beim Zelt geirrt hatte. Natürlich. So, weil haben die jetzt keine richtige Aufteilung gehabt? Das ist ja jetzt der einzige...
der allein war, oder was? Naja, doch diese Annahme, wieder, ne? Gute Grammatik, stellte sich als falsch heraus, da hat er wieder alles verspielt, als ich meine Taschenlampe auf ihn richtete und einen nackten Mann mit Messer und einer und einer Stinktiermaske erkannte, der von oben bis unten mit Schlamm und Blut vollgespritzt. Du hast dich ja schon immer gefragt, wie ein nackter Mann mit Stinktiermaske riecht, genau. Der auch noch stinkt. Also wie ein Raucher. Wie ein Raucher. Oh, ey, das ist eine Anti-Smoking-Campaign. Ich sehe es eindeutig, ich sehe es schon kommen. Ich stieß einen lauten Schrei aus. Und flüchtete aus der anderen Seite des Zeltes. Nur um ihn einen Aschenbecher zu reichen. bitte was, ja? Er hat ein großes Ein-Mann-Zelt, auf jeden Fall mit zwei ausging. Ich hinterfrag mal die Logik bisher noch nicht, dass der Typ nicht einfach ihm das Messer irgendwo reingerammt hat. Aber naja. Doch dann erinnerte ich mich, wie sich meine Freunde darüber lustig gemacht haben, dass ich die Legende des stinkenden Mannes nicht kannte. Davon ausgehend, es sei nur ein Streich gewesen, drehte ich mich um und sagte, ha ha ha. Das waren drei Punkte jetzt, ne? Oh Mist. Eben ha. 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 Ihr seid ja so, was? Also, Ihr seid ja so wie sie, heißt es. Das ist hier, ne, Spannungsbogen. Ihr seid ja so witzi. Weiter kam ich nicht. Denn ich sah in der Dunkelheit, dass alle drei ausgeweidet und tot dalagen. Oh, der Junge hat noch nie ein Buch gelesen, glaube ich. Auweia. Der Typ muss einen verdammt tiefen Schlaf gehabt haben, dass er das nicht gehört hat. Oder gerochen. Der Typ ist vom Geruch allein wach geworden. Hallo. Der Geruch eines Rauchers. Ich glaube, da riechen Leichen ein bisschen strenger als Raucher. So schnell setzt, glaube ich, der Verwesungsprozess aber nicht ein, oder? Naja. Wollen wir mal hier nicht Blut. Ich meine, in der Creepypasta, da fehlt jegliche Logik. Von daher ist ja, glaube ich, alles erlaubt. Ja, warte mal, wer war jetzt eigentlich dran? Naja, ich nicht. Okay, gut. Schockt sah ich zum Zelt, aus dem gerade der Mann mit seinem Messer herauskrabbelte. In Angst und Panik rannte davon. Wahrscheinlich fehlt ein Ich. Nee, das ist der nackte Mann. Achso, in Angst und Panik rannte davon und hoffte, dass ich schneller war als der stinkende Mann. Ey, dass der Typ einfach stinkende Mann heißt, ist so lame. Ganz ehrlich. Ich kann doch keinen Ernst nehmen, der erstens so schreibt und zweitens, der sich dann auch der stinkende Mann nennt. Ich glaube langsam, dass stinkender Mann ein Eigenname ist, weil stinkend ist immer groß geschrieben. Wahrscheinlich ist er der uneheliche Sohn vom Thomas Mann, dem großen Literaten. Und meinst du, der kommt vom Stil her hin, oder was? Sicherlich. Ja gut, dann ist die Frage, wer in dem Fall seine Frau ist. Die riechende Gattin? Wenn das auch noch kommt, dann fall ich vom Glauben ab. Das war ich auch. Toll. Das war ich auch. Ja, passt zum Satz. Der Panik und hoffte. Ah ja, er war schneller. Denn er hatte mich schon nach ein paar Minuten komplett außer Sichtweite. Wie kann er dann die Leute wie kann er dann überhaupt Leichen. Na, oh Gott, nee. Er ist wahrscheinlich die ganze Zeit gekrabbelt. Kann auch gut sein, ja. Leider, wie stinkt ihr halt. Leider hielt diese Freude nur kurz an, denn ich bemerkte nach etwa 30 Minuten, was, ist der Typ ein Marathonläufer oder was? Denn ich, also, wenn irgendjemand 30 Minuten lang komplett panisch so durchrennen kann, dann auf jeden Fall Respekt. Ich glaube, mittlerweile müsste schon, keine Ahnung, in zwei Städte durchgerannt sein oder so. Leider hielt diese Freude nur kurz an, denn... Ich bemerkte nach etwa 30 Minuten Rennen, dass ich mich komplett verlaufen hatte. Die Kommasetzung ist super. Wenn er nur in eine Richtung rennt, glaube ich, ist das relativ schwer.
Aber anscheinend ist er noch im Wald, oder? Ja, natürlich. Und er ist ein paar Minuten gelaufen im Wald drinnen. Ja. Hat ihn außerdem. Der Typ ist außer Sicht weitergelangt. Ja. Also Und er mal. ist weitergelangt, gelaufen. Ja. Also, Geradeaus. zu Beginn ist er ja gerannt. Dann war er außer Ja. Sichtweite und hat sich entschieden, okay, ich renne noch 30 Minuten weiter. So ungefähr, ja. Okay. Also anscheinend ist er im Amazonas oder im Regenwald oder irgendwo. Weil so ein langes Waldstück gibt es, glaube ich, hier in Deutschland zumindest nicht. In Kanada. In Ach, Kanada besteht ja nur stimmt. aus Wald und Sümpfen. Scheiße, stimmt ja. Naja, die Geschichte ergibt schon Sinn. Ich suchte Bezweifle ich. nun sehr unruhig nach irgendeinem Weg raus und stieß dabei auf einen Baum, auf ein heruntergekommenes Haus. Das war sogar ein nice Boah. Rhyme übrigens. Raus, Haus. Also jetzt holt er definitiv Brother Lin Chang raus. Wobei, er hat doch gesagt, er ist leicht abergläubisch, ne? Und er hat den stinkenden Mann gesehen. Und er hat von diesem Haus gehört, in dem halt die Leichen da drinne sind. Wenn er jetzt in Wieder. dieses Haus geht, dann müssen wir wohl weiterlesen. In der Hoffnung, dort jemanden zu. Ich kann mich mit so einem Charakter nicht identifizieren. Der ist einfach komplett strunzdoof, ganz ehrlich, ey. Ich hoffe, der geht drauf. Ah, mein Gott. Wo waren wir jetzt? Ich habe schon wieder den Satz verloren. Der Hoffnung, dort jemanden zu Ja. treffen. Der mir helfen kann oder wenigstens ein funktionierendes Telefon zu finden, stürmt. Es sind keine Telefonkabel im Wald, in dem du 30 Minuten rennen kannst und weiterhin nur Wald um dich rum ist. Vielleicht ist ja ein Handy da drinnen. Das hat bestimmt noch Empfang da drin. Da steht nichts von einem So ein Handy. altes, Handys so ein gibt's. Nokia. Handys gab's da noch nicht. Da hat man noch hier so einen Draht an der Blechbüchse gemacht, wahrscheinlich. Doch stattdessen bot sich mir ein entsetzlicher Anblick. No. Anblick klein geschrieben übrigens. Rechtschreibfehler. Das sieht Creepypasta doch nicht so gut. Nee, wie ist es ein Anblick? Ey, Digga, du bist voll Anblick. Machst du mich Überall an, mach ich dich lagen. aus. Überall lagen Gedärme und Leichenteile. Und es stank nach Verwesung und Exkrementen. Oder nach Extremisten vielleicht. Mir blieb jedoch nicht genug Zeit, um geschockt zu sein. Mein Gott. Heute bin ich mal nicht geschockt. Es ist zwar Muss ich wohl morgen. entsetzlich, ne? Aber es gehört schon viel dazu, dass ich geschockt bin. Also sorry. Ich meine, ich bin gerne geschockt, aber ich habe leider keine Zeit heute, sorry. Denn ich hörte hinter mir schon, wie der stinkende Mann auf das Haus zuschlurfte. Du bist 30 Minuten gerannt, er war innerhalb von 10 Sekunden außer Reichweite und er erzählt mir, dass er jetzt auf einmal vorm Haus ist. Oder was? Vielleicht ist er kurz eingeschlafen. Während dem Passiert Rennen, ja. oder was ist? Nee, vorm Haus. War nicht geschockt, er muss nur kurz schlafen. Oder das, ja. Panik dachte ich nach. Oh, wo ich mich verstecken könnte. Da sah ich das zwischen dem zwischen dem Holzboden und dem Fundament genug Platz für mich war. Okay. Jetzt steppt sich mir nur die Frage, hat er jetzt einfach so eine Diele irgendwie hochgehoben oder was? Das ganze Haus am An Ist beim das. Wie heißen diese, die Anorexie haben? No. Ja, Die Mary Kate Magersüchtigen. und Olsen. Die Olsen Twins, genau. Also, wenn das die sind, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie da so in so eine Diele da sich rein dingsen können, weißt Oh, zwischen dem Schrank und der Wand ist noch genug Platz für mich. Doch schnell drunter und sah nach kurzer Zeit, wie der stinkende Mann das Haus betrat. Ich denke, der Echten schlurft hin. Eigennamen. Ja. Ich betete. Ich betete. Ich wollte mal was für die Stimmungsaufheiterung tun. Bitte hab mich nicht gesehen, bitte hab mich nicht gesehen. Jetzt waren zwei Sätze. Bitte hab mich nicht gesehen. Der hat mich nicht gesehen. Er sah mich zwar zum Glück nicht, aber stattdessen passierte etwas viel Schlimmeres. Setzte sich hin über Oh mich. mein Gott! Die Leute stehen drauf.
Er nahm, vielleicht hat er einen Fetisch, er nahm sich einen Stein zur Hand und fing an, damit sein riesiges, mit Blut beschmiertes Messer zu schärfen. Gut beschrieben. Oh, bitte. Lies ein Buch vorher. Irgendeins. Selbst so ein Buch für Leseanfänger wäre es gut. So ein Kindergartenbuch. Die kleine Raupe Nimmersatt oder sowas. Also was man nicht machen sollte, ist sich vorher bei Creepypasta-YouTube-Videos in den Comments aufzuhalten, weil ich glaube, das sind noch schlimmere. Ich wusste, dass ich sterben würde. Und ich sterben würde, wenn ich auch nur das geringste Geräusch oder die kleinste Bewegung machte. Durch die Panik, ich denke, da war keine Zeit für Panik, fühlten sich Minuten an wie Stunden. Das Ganze wurde noch dadurch verstärkt, dass der stinkende Mann seinem Namen alle Ehre macht. Er roch widerlich nach angetrocknetem Schweiß, Kot, Urin und ein bisschen verrotten Fleisch, das Übliche halt. Ja, kennen wir ja. Was den Ekelfaktor noch steigerte, war, dass er sich auch sehr unzivilisiert benannt. Also, ne, generell, ich meine, er ist halt aus einer Irrenanstalt geflohen, setzt sich in die Körper von anderen rein, bringt ein paar Leute um, steift die Kadaver hin, hat ein Stinktier gehäutet, aber ansonsten ist er zivilisiert. Wie unerwartet. Er kratzte sich im Genitalbereich und am Anus. Tolle Wortwahl. Oh, das ist jetzt seine Sorge, oder was? Moment. Warte kurz. Er hat jetzt, ne, das mit Schweiß, Kot, Urin, blablabla gesagt. Aber das steigert das? Oh mein Gott, er kratzt sich am Sack. Ey, das hat El Bundy auch gemacht. Ganz ehrlich. Wie unzivilisiert. Echt mal, ey. Kannst du nicht wenigstens, keine Ahnung, das machen, wenn ich nicht hinschaue? Worte in der Nase, rülpste und furzte. Alles groß geschrieben. Eigentlich waren es irgendwelche Gegenstände, die er so genannt hat. Wobei ich extrem aufpassen musste, dass, ich mir nicht reflexartig groß geschrieben, die Hand vor die Nase hielt. Oder brechen musste. Ah. Das reflexartig, wir kennen das alle. Langsam kam mir dabei die Frage auf, warum ein Mann, der zivilisiertes Verhalten verabscheute, in einem Haus lebte. Wahrscheinlich, damit er nicht nass wird. Identitätskrise. Eindeutig. Ist es aus der Sicht des stinkenden Mannes geschrieben? Nach einer gefühlten Ewigkeit stand er endlich auf, legte sich zu einer Leiche schlafen. Na, endlich mal was zivilisiert. Manche Leute haben Kuscheltiere, er hat halt Leichen. Eben, genau. Es gibt ja dieses Sprichwort, Leichen im Keller, hat sie auf dem Boden halt einfach. Das ist ein Bett. Das ist ein sprichwörtiger Schlafsack. Ich wartete noch eine Weile ab, bis ich sicher war, dass, er wirklich schlief und kroch unter dem Boden hervor. Moment mal, er hat eine Leiche, er legt sich zu einer Leiche schlafen, da passt ja der Spruch, oder er könnte das machen, die Leiche aus dem, vom Bett, von der Bettkante schubsen. Nennt man das, wenn er übrigens frühmorgens aufsteht, leicht er dann auch? Ein Verstand sagte mir, Verstand übrigens klein geschrieben, ja. Weil er versteht es. Ja. Mein Verstand sagte mir, dass, aber diesmal kein Komma nach dem Satz. Dass es meine Pflicht war, diesen Menschen. Nein. Dieses Monster, dieses stink, also jetzt wird er unmöglich. Dieses stinkende, mordende Monster zu töten. Also nahm ich mir sein Messer, schlich mich an ihn heran und rammte es ihm direkt ins Herz. Ja, mach ich auch mal. Genau, es war vorbei. Doch aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, dass etwas aus Wichtiges dieser Welt außer dir zu haben. Etwas aus Wichtiges dieser Welt? Okay, wissen wer der Babo ist. Dass ich nun ersetzen muss.
Ach ja, oh, nee. Verbrannte meine Kleider und setzte die Stinktiermaske auf. Und schockt die Welt, ich schreibe oder wie auch immer diesen das hieß. Brief, damit mich jemand findet und mich von diesem Fluch erlöst. Was? Mm. Kommt man auf so einen Bullshit? Happy Facepalm Friday. Oder Saturday in dem Fall. Eieiei. Wenn ihr diesen Brief schreibt, ne? Dann ist, er noch zivilisiert, ja? Erstens, ja gut, er hat nicht angefangen, sich am Genitalbereich zu kratzen. Sobald das anfängt, ist es vorbei. Aber ich meine, er ist noch klar bei Verstand. Er ist noch klar bei Verstand, kleingeschrieben. Oh, weia. Also, oh mein Gott. Gibt's denn, kann man mittlerweile auch die Kategorie Klischee mit reinnehmen? Oder please burn me alive whenever I read it. Wir schauen mal in die Kommentare, bevor wir uns ja nochmal darüber ergötzen. Und da kommt ein Kommentar. Mein Gott, der Typ ist auch jedes Mal aktiv irgendwie. Von SCP-Archiv. Das überlasse ich mal dir diesmal. Also Löschantrag hin oder her. Ich möchte hier mal ein wenig konstruktive Kritik zum Besten geben. Viel Glück. Ja, ja. Vergeblicher Versuch. Die Idee selbst und sogar der Inhalt ist in meinen Augen nicht unbedingt schlecht, doch. Die Umsetzung ist sehr verbesserungsbedürftig. Mhm. Grammatik und Rechtschreibung sind so nicht ertragbar. Wenn auch zumindest noch lesbar. Das ist ja schon mal was. Zum Anfang, ja. Die Formulierungen sind im Allgemeinen erträglich, doch könnten viel besser sein. Rewind ein paar Minuten zuvor, lesen Buch. Täglich. Täglich ist doch kein Standard. Na eben. Größte Problem ist, wie so oft, der Spannungsbogen und das Drumherum. Ja. Du hättest dir viel mehr Zeit nehmen, wenn mehr Geschichte erzählen. Kann man auch einen Satz bilden und das Ganze noch weiter ausschmücken müssen. Alles in allem ist die Geschichte überhastet, was das Hauptproblem darstellt. Die Geschichte kann noch okay bis gut gewertet werden, wenn ich besoffen bin. Oder auf irgendwelchen Drogen. Doch dafür mehr Sorgfalt und Liebe in deinen Schreibstil. Geht um Liebe. Es muss alles mit Liebe funktionieren heutzutage. Okay, eine Sache kann man zumindest sagen. Er ist zumindest, also das ist genau das eingetreten, was ich übrigens geglaubt habe und was ich zu Beginn gesagt habe, dass die Namen in dem Fall, dass die Namen keine halt Rolle spielen. Genau, dass die Freunde keine Rolle spielen und dass deswegen halt die Namen auch komplett entfernt wurden. Wobei, okay, also das ist ja ein Brief, ne? Ja. Das ist mir jetzt gerade wieder bekannt, oder ich weiß gar nicht, ob wir das zu Beginn gesagt wurden, aber ich glaube schon. Hier wurde gesagt, dass von wem er geschrieben wurde, ist nicht bekannt. Zu Beginn steht, hallo, mein Name ist entfernt. Ich glaube, man hätte da eventuell einen Anhaltspunkt. Und vor allem, wenn es in diesem Waldgebiet gefunden wurde und der Typ anscheinend randommäßig dieses Haus gefunden hat, dann wird man ja wohl randommäßig auch irgendwie dieses Haus finden können. Ist in dem Fall nur eine Idee. Weil da muss man 30 Minuten im Wald rennen und das ist viel Aufwand. Und eventuell noch von einem Mann mit einer Stinktiermaske dann verfolgt werden wahrscheinlich. Ein nackten Mann, das macht ihn noch viel gruseliger. Ach sorry, ja genau, der verabschiedet ja alle die, was war's? Kleidung nicht konsumieren, betreiben. Das Kleidung tragen, betreiben, wer kennt es nicht? Ja gut, ich meine, ich weiß gar nicht, wie man die Story in dem Fall noch besser machen könnte, weil das war halt zum einen Klischee und zum anderen, ohne Scheiß, ist das halt echt nicht gut. Ich meine, der Charakter ist schon gruselig genug, also ich hätte vor keiner anderen Person so viel Angst wie vor einem nackten Mann mit Stinktiermaske.
Ich werde definitiv, ich werde, das lassen wir mal so stehen, ich werde definitiv demnächst mal über irgendeine gute Creepypasta vorlesen, damit wir mal so einen kleinen Kontrast haben quasi, weißt du? Weil ich habe bisher auch wirklich nur schlechte gelesen, muss ich dazu sagen. Es gibt ja die Bekannten wie Jeff the Killer und so weiter, die ja auch übersetzt wurden, die ich mir aber bisher noch nicht durchgelesen habe. Das heißt, ich werde wahrscheinlich demnächst mal in einer Trashy-Pasta-Folge gibt es dann einen anderen Namen und dann werde ich mal eine gute vertun und dann haben wir mal, wie gesagt, direkt einen Kontrast halt, wie man es eben machen sollte und wie man es vielleicht lieber eher nicht machen sollte. Oder ihr wollt in dem Fall einen speziellen Platz in meinem Herzen. Ich habe ja verdammt viel Liebe und ihr schreibt weiterhin schlechte und dann kommt ihr weiterhin hier in dieses Format rein. Dann haben wir alle was davon eigentlich. Wir leben um Liebe. Genau, oh, wie der stinkende Mann. Der Mann sucht auch nur Liebe. Ja, eben, deswegen hat er sich ja auch in dem Fall hier in seine Opfer immer reingesetzt, letzten Endes. Ist alles eine Frage von Liebe. Er hat sie halt sehr lieb. Er ist innig mit ihnen verwoben, so gesehen. Und Tira hat er anscheinend auch gern. Okay, das ist übrigens dieses böse Wort hier übrigens auch gerade noch im Screen ist. Das machen wir komplett wieder anders. So. Okay, das war's dann auch schon für die, ich glaube, vierte Ausgabe mittlerweile von Trashy Pasta. Was war das? Genau, das erste war ein Unfall mit Folgen. Aber ich muss sagen, der stinkende Mann hat es definitiv rausgerissen. Also, dass wir so eine langsame und extrem merkwürdige CP zu Beginn hatten, hat auf jeden Fall das Ganze noch ein bisschen aufgelockert, weil der stinkende Mann war halt echt Premium-Content. Das Lustige ist nur, ich habe ja jetzt eine halbe Stunde oder so der stinkende Mann gelesen. Und vielleicht sollte man hier im Creepypasta-Wiki nochmal die Zeit mit angeben, wie lange die Schreiber letzten Endes gebraucht haben dafür. Ich würde mal sagen, gib dem eine halbe Stunde für den Text. Könnte gut hinkommen. Ja, vielleicht noch, machen wir noch 10 Minuten drauf für die Satzzeichen vielleicht. Yeah. Weil die waren teilweise ziemlich random gesetzt. Ich danke, Kommandier. Kennst du es, wenn du irgendwie so ein schönes Essen machen willst praktisch und du machst dann so eine Art Salatteller und schmeißt halt noch so ein bisschen Zwiebeln und ähnliches drauf. Weißt du, ungefähr so, da glaube ich, die mit den Satzzeichen da um sich geworfen. Wir machen hier noch ein bisschen was rein und da noch ein bisschen was und da sieht es ein bisschen leer aus. Zumindest was die Kommas angeht. Er hat sich Mühe gegeben damit. Nämlich, mich würde nur interessieren, in welche Klasse der Typ geht, weil ich glaube, man lernt ziemlich früh, dass man Absätze machen soll. Weil das fehlt hier halt komplett. Das ist halt wirklich eine Textwand, die der halt hier entgegenspringt. Vielleicht sollte es auch mal das Creepy-Hafte an der Creepypasta sein. Also, vielleicht erkennt man auch ein Muster, wenn man den Textbox irgendwie ein geheimes Gesicht vom Stinktiermann. Illuminati confirmed. Und die Shift hat ändern. Throw up the triangle. Ja. Vielleicht nochmal eine ganz andere Creepypasta dafür reinmachen. Die Buchstaben nochmal neu anordnen oder so. Aber ja. Das war's dann für die heutige Ausgabe von Trashy Pasta. Natürlich ein großes Dankeschön an den lieben Alfonso, der sich hier auf jeden Fall die besten Pasten rausgesucht hat für heute. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr euch gut unterhalten habt. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde fast aufgenommen. Ey, mein Gott, ich glaube, das ist die längste Ausgabe bisher. Aber zu Recht. Und dann in diesem Kontext, wenn ihr in Kanada seid, lasst euch auf jeden Fall nicht vom stinkenden Mann angreifen. Sonst schreibt ihr irgendwann noch einen Brief und irgendeiner kommt euch noch retten. Das wollen wir ja in dem Fall nicht. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Ausgabe von Trashy Pasta, wenn ihr den wollt. Wieder, liebe Freunde.